Sie haben ja ein Ziel, das den Uwe vielleicht auch betrifft. Sie möchten Arbeit für alle. Für möglichst viele, ja. Für alle. Also für alle können ja nicht alle arbeiten. Aber warum steht so im Wahlprogramm? Ich hab's dir ja vorgelesen. Arbeit für alle steht da. Na, für alle die arbeiten können. Und wollen. Gibt ja, und, ja, wollen. Wenn man einfach arbeitsunwillig ist, ne? Wenn man einfach arbeitsunwillig ist, dann kann man auch nicht arbeiten, ne? Doch, kann schon. Das hängt ja vom eigenen Willen ab. Ja, aber wenn man jetzt keinen Antrieb hat. Also für alle, Arbeit für alle heißt ja nicht, jeder muss zwangsweise arbeiten. Auch dem es schwerfällt. Also nehmen Sie alte, kranke oder besondere soziale Situationen. Alleinerziehende Mütter ist ein klassischer Fall. Warum nehmen Sie Arbeitsunwillige nicht mit dazu? Da gibt es ja dieses Thema fördern, also bezahlen und fordern. Von dem verlangen wir dann auch, dass er sich um Arbeit bemüht. Also sich nur in die Hängematte legen und sagen, also ich könnte zwar arbeiten, habe aber keine Lust. Und der Staat bezahlt nicht, die Öffentlichkeit, die anderen Steuerzahler ist auch nicht in Ordnung. Aber es gibt doch auch Menschen, so wie ich zum Beispiel. Also manchmal ist es halt, wenn ich morgens aufstehe, dann will ich ja gerne arbeiten, ne? Also würde ich auch gerne machen, aber ich habe irgendwie halt überhaupt gar keinen Bock, ne? Also ich merke, dass ich jetzt, oh nee, und ich merke, dass ich so keinen Antrieb so richtig habe, ne? Und dann denke ich so, ja, bleibe ich halt liegen und kriege auch so Geld vom Staat. Wäre so eine individuelle Position denn in der CSU, CDU denkbar? Es ist immer denkbar, jeder soll nach seiner eigenen Fasson glücklich werden. Ja. Niemand darf, das steht schon in unserer Verfassung, zur Arbeit gezwungen werden. Genau. Die einzige Frage ist, bekommt jeder, der sich auf diesen Standpunkt stellt und sagt, ich will nicht arbeiten, ich will auch damit keine Steuern zahlen, ich will damit auch keine Beiträge für die Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung und so zahlen, sagt der Staat, okay, wir zahlen dich. Staat heißt ja die anderen, nämlich die arbeiten gehen und Steuern zahlen. So, wenn jetzt die Mehrheit das sagen würde und sagen, also ich habe morgens keinen Bock und mache hier, wie heißt das, Counter-Strike. Irgendwo muss die Kohle ja herkommen, die kommt ja nicht aus der Steckdose. Irgendwie muss sie erarbeitet werden. Was für ein Machwerk! Da kann ich euch gut verstehen, wenn ihr weiter gucken wollt. Und das ist ganz neu, ganz irre bei YouTube, was jetzt passiert. Auch. Ihr könnt nämlich jetzt, früher musste man selber auf den Leisten suchen, welchen Clip gucke ich jetzt, aber jetzt, ich zeige es euch einfach. Wir können jetzt, ganz neu, ihr könnt jetzt einfach hier raufklicken, direkt im Player hier rauf, da seht ihr den nächsten Clip. Oder ihr könnt hier raufklicken, seht ihr was ganz Neues. Also ähnliche Melodie, aber anderer Song. Und das hier ist der Abonnement-Knopf. Kostet euch nichts, könnt ihr aber abonnieren, habt ein Abo. Schicken wir euch immer die Videos frei raus. Ich mir ausgedacht. Ganz neu bei YouTube, dass ihr das so machen könnt jetzt. Aber ihr müsst euch auch entscheiden. Ich habe die Zeit noch nicht gepachtet.